Hallo liebe Nerds und Nerdinnen, willkommen zu Taver Tycoon, ein kleines Angezockt. Ein Spiel, das seit dem 31. Januar auf Steam gibt, im Early Access. Erstmal dafür vielen Dank an die Entwickler, die haben uns eins ihrer Produkte zur Verfügung gestellt. So kann ich euch mal ein bisschen was zeigen. Naja, ne, wollen wir nicht viel drum reden, wir zaunen uns das Spiel einfach mal an. Starten neues Spiel, ich habe mal kurz schon reingeguckt. Ich hoffe, damit zurecht. Ach sorry, das habe ich auf Easy gestellt, naja egal. Okay, ja, da hätte man den Schwierigkeitsgrad eigentlich rausfinden können. Nettes kleines Spielchen, erinnert mich sehr an Team Hospital. Werdet ihr gleich sehen, das ist, also für die, die das Spiel kennen, das ist ganz klar nicht von der Hand zu weisen. Geht ziemlich lange. Naja, jetzt kommt dann der Text, dass wir unsere Taverne aufbauen sollen. Erst brauchen wir eine Bar. Echter Maustaste können wir drehen. Guck mal, wo stellen wir die jetzt überhaupt erstmal hin hier? Ja, ich habe nur kurz reingeguckt. Aber man sieht's, ne? Da sollte eigentlich nicht hin, aber egal. Und noch ein Barkeeper. Lass mich mal kurz warten. Ja, wie gesagt, ihr seht es, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das aussieht wie Team Hospital. War ja schon längst erledigt. Mach schneller, du Nase. Hier soll eine Küche bauen. Muss mindestens 6x5 sein. Natürlich eine. Dann können wir die Bar vielleicht noch hier vorstellen, direkt vor die Küche. Dann natürlich noch die Kochgerätschaften hier. Na, die Küche ist auch schon fertig. Ja. Ja, das ist jetzt Tutorial, das kann ich leider nicht mir beschleunigen. Deswegen kann ich auch noch nichts anklicken. Ja, jetzt können wir unserer Taverne noch einen Namen geben. Hier gleich an dem Schild. Golden Nerd. Das steht da dann. Das Ding ist gleich auf. Könnten wir noch mal hier rüber können wir Sachen verschieben normalerweise. Jetzt haben wir es verkauft. Wir brauchen noch mal eine neue Bar. Die wollte ich jetzt wandern. In eine reicht. Was doch. Eine Küche, für die Küche brauchen wir natürlich auch eine Angestellte. Die, gut, brauchen wir natürlich ein paar Tische, die auch bedienen kann. Ich glaube, ich mache erstmal so ein Feuerplace hier. Ganz schön teuer, die Dinger. Weil die Leute sonst ja warm haben. So, stellen wir mal hier. Ah, verdammt. Oh, das Falsche. Hör auf. Die will ich haben, danke. Ja, wir nochmal schön zwei hinpassen. Auch zwei Tables. Oh, das habe ich nur eingekauft. Voll Rost. Ihr habt schon gesehen, da kann man noch ein paar andere Räume bauen hier. Dann nehmen wir noch einen. So, die Taverne ist offen. Wuhu. Und da kommt unser erster Gast. Oben Hausmeister zum Sauermachen wäre vielleicht nicht schlecht. Na. Na. Wir haben was.
Vom Guten. Sauber. So, unser erster Gast, der möchte was zu essen haben. Gehen wir. Monatsbericht. Sektion warten wir noch. Da kommen auch dann später immer so Reservierungen rein. So, hier haben wir unsere Angestellten, also über einen Blick. Können wir noch einstellen, was kostet. Ein Spar, wir können auch einen Spar bauen. Research. Okay. Muss ich auch mal gucken, was das ist. Unser zweiter Gast. So, was für Räume können wir denn noch bauen? Na, Gästezimmer. Ausruhen. Sehr froh. Haben wir schon, ja, keine Studien, Gymnasium, Office, Bar. Teuer die ganzen Sachen. Kleines Zimmer zum Ausruhen für die Deppen von Angestellten. Monatsbericht. Naja, noch ein bisschen Geld haben wir ja noch. So ist das ja nicht. Wir haben so unsere. Vielleicht soll ich vielleicht doch mal eine zweite. Nein. Noch eine gute, die sie. An der Bar ist noch nicht so viel los. Die meisten wollen lieber was essen. Was möchtest du? Blätter. Oh, wir könnten vielleicht noch eine Toilette bauen, wa? Das wäre vielleicht mal ganz praktisch. Ups, wie groß soll die jetzt nochmal sein? 5x4. Besser. Recht muss das, können wir die Sachen drehen. Dann wir nehmen noch ein paar Toiletten. Da noch eins hin. Ah. Toiletten. Ein paar Wartebänke. Falls die Kneipe mal gut besucht ist. Und gleich noch ein. Und Piano. Performing Stage. Ja. Nee, der hat mir besoffener hingekobelt. Wo ist denn meine Putzmann hier? Arbeite, du Hund. Halt weg. Ja. Oh, da ist ein Barte. Oh, hier eine Gruppenreservierung. Für 7 Leute. Doch an hier. In der Bar ist noch Platz. Wenn
wir einen Gastraum bauen. Dann brauchen wir auch Rezeptionsdesk und eine Angestellte dafür. Ja, wie gesagt, aber es fehlt noch so ein bisschen der Witz und der Charme, so, den so ein Sim Hospital hatte. Ah, es ist ja noch im Early Access. Es ist kurz im Draußen. Oh, da kommen die 7. Mit der Uhr, die wir jetzt gebaut haben, können wir auch die Zeit vorspulen. Zeit schneller vorgeht. Das geht aber nur, wenn man die Uhr gebaut hat. Ich nicht das unsere Ding momentan ordentlich gewinnen. Aber hier ist nochmal eine Gruppenreservierung für 10. Ist nicht besoffen genug. Zweite Bar. Noch ein Barkeeper dann natürlich. Dann können wir nämlich auch die Gruppenreservierung annehmen. Boah, du Sau. Mal schnell weg da. Ein bisschen die Preise erhöhen. Research weiß ich noch nicht. Ich werde dieses Research-Gebäude bauen. Was ist denn das? Oh, das kann man kaufen. 2000. Haha, oh, nee, danke. Gar nicht über. Aber ich glaube, jetzt wird Zeit. Komm, wir bauen noch ein paar Gästezimmer. Müssten, glaube ich, gar nicht so groß sein. Teppich. Privates Ästchen. Das ist ein zweites. So. Das offen. Dann brauchen wir natürlich die Sessions. Den ja am besten. Geht das irgendwo ein paar Zimmer hin? Mal so. Hey, der Barkeeper ruht sich aus, der Hund. Gearbeitet, nicht ausgeruht. So, mit 2 Theken, 6 Tischen. Wollen wir ein paar Tische bauen? Passt auch immer noch ein Tischchen. Hey.
unsere Getränke über das Geld aus. Gruppenreservierung nochmal für 7. Ein paar Gästeräume, die sind nicht so teuer. Bett. Teppich. Machen wir schon mal 4 Schlafräume, ist das nicht. Das ist super. Toilette ist Stau. Und eine zweite Tür. Okay, die meisten gehen essen. Einem Maiden wäre vielleicht nicht noch schlecht. Habe ich nämlich 4 Kochstellen habe ich. Oh Gott, da muss sauber gemacht werden. Mein Putzmann hat da nur so einen komischen Hut auf, den kann man noch gar nicht übersehen. Da die Räume sauber, du Sau. Ach, die geht man alleine irgendwann. Okay, ich dachte, die müsste sauber machen. Da mal Plätzchen weg. Kredit aufgenommen. Oder nicht pleite gehen. So, wie ist, wenn wir die Gästezimmer noch ein bisschen teurer machen? 105. Wir machen einfach keine Kohle, obwohl. Platz. Momentan kommt ein bisschen was rein. Wird doch Zeit für einen zweiten Putzmann. Da kommt die Meute. Wie soll man die nur versorgen? Nochmal für 8. Na, ist ja gut gefüllt, ne? Da sind immer nicht alle Tische besetzt. An der Bar ist aber so gut wie alles voll. Oder vielleicht noch eine Bar. Vielleicht auch erstmal noch ein wärmendes Feuerchen oder so. Momentan läuft ja ein bisschen Geld rein. Aber noch ein paar Bänke. Und Fireplace, die sind echt teuer. Ja, die Tische sind auch fast alle voll, das ist doch gut. Groß. Geld, sonst gehen wir bei Pleite.
habe eine Reservierung für 7. Bisschen Zeit vergehen lassen, dann machen wir ein bisschen Geld. Das hört sich an. Alle am Saufen. Gucken, haben wir noch 8. Okay, Lord Peter möchte. Lord Peter. Kommt doch her, Jungs, es ist Platz. Kommt und feiert mit uns. Die Reputation ist schön hoch. Alles ist sauber. Wir halten uns so gerade eben über Wasser. Oh, unsere Portion ist so hoch, dass ich mir einen neuen Job nehmen kann. Job-Offerte, wenn wir wollen. Und die 11 warten schon relativ lange auf eine Zusage. Also, wahrscheinlich der Lord. Lord Peter. Oh nein, es regnet. Ja, ne, es sieht dem im Hospital sehr ähnlich, aber es fehlt noch so ein bisschen der Witz, den man da im Hospital kennt. Kommt aber vielleicht noch. Oh, Geld gekriegt. Oh, ich hab. Das ist doch schön. Gut, die Reputation ist voll. Also sehr beliebt. Trotz den Preisen, die wir haben. Aber noch so richtig sprudelt die Kasse noch nicht. Können wir noch bauen? Und Spa? Das ist ganz schön teuer mit 2000, ey. Muss erstmal Wizards anlocken. Bringt mir mit der Arkanenstudie ja auch nichts. Mach es dich. Der Typ da in Gelb, lass das. Ah, ich wusste es. Komm mal weg. Was machst du da? Mach das da weg. Danke. Öl, der mir da die Butze voll. Ich glaube, es hackt. Ehrlich, ich glaube, es hackt. Der Lord Peter möchte nochmal kommen. Na, dann komm doch her. Sauber. Er chillt da in Ruhe. Will wahrscheinlich auch welche. Sehe ich, wenn ich sie nicht sehe. Aber ich mache nicht so richtig. So richtig Kohle. Zurückzahlen. Komm noch Kohle. Der Lord ist in der Haus. Wo ist mein anderer Hutträger hin? Gekotze da weg. Hat das Gekotze da weg.
Sag's dir nicht nochmal, mach das Gekotze da weg. Der will nicht. Der will sich ausruhen. Was sag ich? Du Sau. Sind das Ritter? Und die vielleicht Trainingsraum? Du musst es ja riskieren, ne? Wenn wir pleite gehen, gehen wir pleite. Wird wahrscheinlich das hier sein. Sportbank, Yogamatte. Und für 6 Leute haben wir noch Platz. Aua, 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 aua. Ich bin bald pleite. Aua, 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 ein wenig pleite gehen. Nein, nicht pleite gehen. Kommt her. Ja auch. Und alle her, ich brauche Geld, ich brauche euer Geld. Ja, die Preise erhöhen, Leute, wenn ihr nicht. Der Lord ist zufrieden. Es kommt noch eine Bar. Jetzt gehen wir ja volles Risiko. Lacht. So, Fitnessstudio ist umsonst, will aber keiner benutzen. Wartet auf einen Gastraum, ist doch noch frei. Bauen hier. Ja, mal gucken, ob wir jetzt pleite gehen hier. Lord Peter möchte wiederkommen. Wo sind meine Putzmänner? Ah, endlich. Mal die Kotze hier überall weg. Es ist ja schlimm. Ich weiß, dass meine Finanzen not looking good sind. Was soll ich machen? Fitnessstudio bauen hätte ich mir ja auch sparen können. Geht ja keiner rein. Wahrscheinlich ist das erst im späteren Spiel gedacht. Deswegen ist mir die Butze doch einfach mal. Abgeben wir ein bisschen Geld wieder und stellen auch noch ein paar Gäste rein. Vielleicht das Sinnvollste. Zimmer hier.
mal zwei Tische mehr. Aber ich muss mehr Leute holen hier. Oh nein. Zeit wieder auf normal drehen. Nochmal eine Inspektion. Ja, komm her, Lord Peter. Kommt alle her, kommt alle her. Wir versorgen euch alle. Kommt rein, meine Kneipe ist so leer. Oh nein, ich geh pleite, ich geh pleite, ich geh pleite. Ich hab jetzt Kredite über Wasser. Gutes Knüppel voll, ne? Aber man macht bekommt einfach nie richtig Asche rein. Kurz bevor ich pleite gehe, schnell den neuen Job annehmen. Dann kann der nächste sich drum kümmern. Zeit, Tränke noch mal zu erhöhen hier. Ah, nein! Die Kosten sind alle zu hoch. Oh Mann, ich glaube, ich gehe nicht pleite. Ah, dann nochmal vielleicht noch mal kurz in den anderen Top reinschnüffeln und dann auch erstmal getan. Ich werde das Spiel weiter beobachten, wenn irgendwelche großen Neuerungen kommen, werde ich es bestimmt nochmal zeigen. Und dann ist das halt das, was man erwartet, wenn man es sich holt. Also gar nicht so übel. Aber es fehlt, wie gesagt, noch ein bisschen so der Witz. Boah, der kommt vielleicht noch. Gruppenreservierung annehmen hier. Sieht ja gut aus. Dass die alle mal richtig schön in die Tasche greifen hier. Oh, hier ist ein Musiker. Ich habe leider keine Bühne gebaut. Wir kommen wieder ein bisschen an Geld. Genau, rennt mir die Bude ein, Leute. Rennt mir die Bude ein.
Ich glaube, wir kommen jetzt auf einen grünen Zweig. Du sagst, meine Finanzen sind nicht gut. Das sieht gut aus. Das läuft. Das läuft. Ich mache wieder Geld. Nehmen die Jungs jetzt richtig aus. Der Lord Peter kommt ganz schön oft zur Inspektion. Oh nein, ich verliere Reputation, wenn er zu teuer ist. Geht abwärts. Oh nein, meine Reputation geht nach unten. Die einzige Taverne in der Umgebung, deswegen kann ich die Preise so hochsetzen. Ah, so steigt sie wieder. Wenigstens bei den Getränken den Vollpreis nehmen. Ah, okay. Aufwärts. Auch gut, das ist gut und es geht wieder nach unten. So, rauf und runter Spielchen hier. Egal, ich hoffe, das hat euch gefallen. Überlegt euch, ob ihr es kaufen möchtet. Fehlt noch ein bisschen was, aber es ist auch schon einiges drin. Könnt ihr noch mal kurz in den neuen Job gucken. Schauen wir mal. Na, ich sag ja, das ist so. Man arbeitet sich jetzt wie bei dem Hospital durch die Teilungen. Wird wahrscheinlich dann immer mehr lernen und immer mehr dazu kommen. Ja. Ich brauche ganz schön viel Kohle. Ah, hier, das will. Jetzt alles, was mir will hier. Deutlich größere Taverne könnte man jetzt hier bauen. Aber so geht es immer weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt mir das nochmal. Dann mache ich vielleicht ein EP draus. Ansonsten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Tüttelö.